man was trying to tell the future, looking for pictures in the campfire. Oh, I see, evil, evil, born deep beneath the city. Far from the light of day, I see it growing safe beneath a sky of steel, scheming in the dark, gathering strength. And now, oh, now the evil spreads. It sends deadly feelers over the land above, across the gap, reaching towards this very place. I'd seen him do it 100 times, but I humored him. After all, he'd been like a father to me. And what does this evil want here? Oh, my son, I fear the evil wants you. That was when Joey piped up. Sensors detect incoming audio source. The evil is nearly here. It sounded more like a copter than a boom. But the next thing, all hell let loose in. Run, Foster, run! Hide from the evil! Foster! Help! Better make my next body move faster, Foster! He was only a robot. Oh, I love the little guy. Then, as suddenly as it started, the shooting stopped. There was a moment's silence as the copter cut its rotors. Then... Whoever is in charge here, come forward. Now! Only a fool would have argued with that firepower. I am the leader of these people. We are peaceful. Bring him here. At once, Commander Reich. We're looking for someone. Someone who doesn't belong here. Who wasn't born in this garbage dump. Who came from the city as a child. We want to take him home again. My mind racing. I remembered where I'd seen that symbol before. It was the day the tribe found me. The day of the crash. The day my mother died. You all right, city boy? Got a name, son? Robert. Ah, welcome to the Gap, Robert. As he patched me up, the old man had gently explained that there was no way back into the city, and I already knew there was nothing he could do for Mother. His tribe was poor, but they treated me like one of their own. I learned how to survive in the wasteland they called the Gap, and scavenging from the city dumps. As the years passed, I forgot my life in the city, discovered new talents. Ha! I'm your friend. Call me Joey. And got a second name. This is what we'll call you, now that you've come of age, son. We found you, fostered you, so that makes you Robert Foster. Wasted enough time. Give us the runaway, or we'll shoot everyone. Starting with you, Granddad. The old man had been right for once. It was me they wanted. No, my son. Don't let the evil take you. Run! DNA scan confirms it's him, sir. Evil had come to the Gap, just as he said. Take him. But had the old man seen why it wanted me, or what it would do next? It was too late to ask him now. Leaving destruction zone, Commander Reich. Good. Detonate. Much too late. Why, you murdering? Keep him quiet! All I could do was wait, just like on a hunt. Just like the old man taught me. Wait, and be ready. It was dawn when we reached the city. Land in the central security compound. A dawn my tribe would never see. They were no more than a note in Reich's book now. Yes, sir. Locking on automatic landing beacon. But what was I? Why did... Sir! The guidance system! It's gone crazy! We're going to hit! Maybe I'd get some answers now. If I survived another copter crash. Thank you.
What do you want? Looking for a saboteur from the Gap. He crashed a chopper and escaped. Oh, sounds dangerous to me. Don't worry, he's not going anywhere. We cut the power to the elevator, and the crash has blocked the walkway. What if he comes in here? You'll be fine. We posted guards. And Reich wants to hunt him down personally. Reich, eh? This guy must be important. Yeah, we got orders direct from Link. Take him alive before he does any more damage. Best of luck to you. These guys are out to get me, but why? They already destroyed my home and my people. Well, Reich, whoever you are, it's retribution time. Gotta be clever. Play them at their own game. First thing is to get Joey running again. Und damit ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Let's Play. Wir spielen Beneath a Steel Sky von Revolution Software. Das Spiel ist von 1994. Gab es aber damals erst auf Floppy und dann auf CD mit Sprachausgabe, wie man mittlerweile sieht. Und ist bei GOG für umsonst erhältlich, was ich ein sehr gutes Angebot finde. Das Spiel habe ich selber mal gespielt gehabt, ist aber schon extrem lange her. Ich weiß es also überhaupt nichts mehr von dem Spiel. Und ich dachte, wir machen mal dieses Spiel, weil Revolution Software hat nämlich angekündigt, eine Fortsetzung zu diesem Spiel rauszubringen. Und zwar noch dieses Jahr, also 2019. Und da ist nicht mehr sonderlich viel Zeit eigentlich. Und deswegen finde ich das eigentlich eine ganz schöne Sache, wenn da Fortsetzung kommt, dass wir uns mal diesen Kultklassiker anschauen. Und zwar, bevor es vielleicht rauskommt. Wobei, vielleicht kommt es ja raus, während ich das Ding veröffentliche. Ja, wer weiß. Auf jeden Fall, es ist ein Point-and-Click-Adventure, wie man es gesehen hat man es noch nicht wirklich. Auf jeden Fall, man hat es jetzt gesehen gehabt. Er ist als Junge, hat einen Helikopterabsturz gehabt in die Wastelands, wenn man so sagen darf, in die GAP, die verseuchte Zone oder die Zone außerhalb der Stadt. Und seine Mutter ist gestorben, von seinem Vater war nicht die Rede. Und er wurde von den Nomaden dort aufgenommen, hat es Jagen gelehrt bekommen und so weiter. Und jetzt ist jemand hinter ihm her, dieser Reich heißt der. Und keine Ahnung, warum sie jetzt auf einmal hinter ihm her sind, warum nicht vorher oder warum überhaupt sie hinter ihm her sind. Das ist eine gute, gute Frage. Doesn't look as if it's ever used. Fire exit. Do not obstruct. Key available on presentation of requisition form SOS23. Ja, klar. Eine Rettungstür, die abgeschlossen ist. Klasse. Shut tight. Just as well there isn't a fire. So, Hotspots-Anzeige gibt's leider keine. Das heißt, wir müssen selber suchen. Those stairs don't look safe to me. Ja, vor allem, weil er da unten steht, da sollte man nicht runtergehen. Ich glaube, das hier ist noch was, genau. I could make use of that. Das können wir doch als Brechstange für die Tür benutzen, denke ich mal. Ah ja, da oben ist das Inventar. So können wir Sachen benutzen. Dieses Brecheisen ist stabil genug, um es als Hebel anzusetzen. Und da haben wir eine Hauptplatine von Joey. Die Schaltkreise auf der Platine beinhalten Joeys individuelles Persönlichkeitsbild. Da brauchen wir wohl einen neuen Roboter für ihn. Alles, probieren wir erstmal aus, ob das hier geht. Muss ich jetzt recht oder links? Ja, so rum. Alles klar. Who's up there? You won't escape that way. Oh wow. Und der kommt uns nach. Und man kann in dem Spiel sterben. Soweit ich weiß jedenfalls. Wow.
Okay, er ist weg. He must have jumped. Fell all the way to ground level. Der steht hinter der Tür, oder? Hugh, lucky escape. Ja, Glück gehabt. Ja, ich bin echt mal gespannt auf das Spiel. Wie gesagt, es ist ein Kultklassiker. Ich habe es schon mal gespielt. Es hat mir ein positives Ding gehabt, hinterlassen. Und ich glaube, es hat auch viele gute Bewertungen und alles. Man sieht es ins Alter leider schon an, aber ja, passt schon. Security symbol. That must be their headquarters. Ah, okay, so weit sehe ich jetzt nicht, dass wir noch was machen können. Aber vielleicht ist der Typ jetzt mittlerweile. Und vor allem wegen Sicherheitstür. Ja, wie kommt man hier jetzt weg? So viel zum Thema Sicherheit. Ja. Ah, guck mal, der geht. Dann kommen wir doch bestimmt diese Stufen runter hier. Dann können wir mal schauen. Uns unten hier umschauen. So, da haben wir eine Platte, eine Tür. Aber ich glaube, ich speichere erstmal. So, nehmen wir das einfach so mal. Wenn wir jetzt da rausgehen, werden wir erschossen, oder? This leads outside. It's locked. No way out through there. Okay, was ist mit der Platte? That panel in the floor looks like an elevator. An elevator, ein Lift. It doesn't look as if it would bear my weight. It doesn't. Ah. Okay, können wir im Moment nichts wirklich mitmachen. Da haben wir eine Presse. It's wheezing and banging, like an asthmatic dinosaur in the mating season. Ja, okay. I'm not putting my hand anywhere near there. Das ist wahrscheinlich gesünder. Aber falls wir irgendwann mal was zum Pressen brauchen, können wir das ja für auch verwenden. Ansonsten scheint es hier tatsächlich nichts weiter zu geben. Können wir den Chip in den Transporter reinbringen? There doesn't appear to be anything wrong with it. A transport droid. Wonder if I could fix it. If Joey was here, he'd know what to do. Was ist das für eine Anzeigetafel? Pretty lights and a keyhole, but no sign of a key. Ja, das dachte ich mir. Können wir jetzt ihn da reinbringen? Damn, it's an old model with incompatible ports. Nein, geht leider nicht. Schade. Und da braucht man einen Schlüssel für. Was ist mit dem Lift? An elevator to the floor below. Ich schätze, da braucht man den Transporter dafür, oder? Hey, what are you doing? Weren't you told? Routine inspection. Well, keep off that elevator. Your weight set the alarm off. And I can't concentrate with all that noise. Okay. Ah, der geht jetzt wieder rüber. Ja, mit dem reden wir gleich. Hat er jetzt halt vielleicht den Schlüssel? I can't operate it without pretty light, but no sign. Nee, hat er leider nicht gelassen. Nicht da gelassen. Flashing lights like these can be hypnotic. There's no way of changing the sequence. Ja, ich schätze mal, wir müssen mit den Robotern da drauf. Wir waren wahrscheinlich zu leicht und deswegen. Naja. Whatever that was, it's beyond repair. It's a robot shell. Rusty, but it might work. Das könnte man doch für Joey benutzen. It's got no circuit board.
Perfekt, das geht also. A discarded coffee machine? Ha. Sollen wir aber erstmal hier rüber gehen? Gehen wir vielleicht erstmal hier rüber, bevor wir das machen. Vielleicht können wir ja mit dem Kerl noch irgendwie reden. These displays mean nothing to me. It's displaying technical information. Da haben wir einen Hebel. Damit wollen wir wahrscheinlich die Maschine ein- und ausschalten. Aha. Was ist mit der Postkarte? Tree World. See the world as your ancestors saw it. I don't want that. It's depressing. Insurance certificate. Years out of date. I could take this, but I'm sure it's no use. Na ja, gut. It's more impressive than the ones back home. Leak. High precision and high powered. Ja, gut. Was passiert, wenn wir den Hebel jetzt umlegen? Wo ist dies doch? It's more impressive than the ones back home. Aber, ja. Wahrscheinlich kann man irgendwas später noch mit dem Laser machen. Schätze ich mal. Excuse me. So, was wollte die Sicherheit hier? What did security want? After a saboteur. You seen anything suspicious? Nein. I saw a wrecked helicopter. Yeah. Seems it blocked the walkway. So we're stuck in this block. Also aus diesem Block kommen wir tatsächlich nur über einen Fahrstuhl, der abgeschaltet ist, und über diesen Gehweg raus. Also ein Gehweg. Who's in charge around here? Not me. I just work it. Hobbins is the name. Who's in charge and where can I find him? It's Lamb you'll be wanting. He's the supervisor. I see. And who does he work for? The council, of course. Okay, dann erzähl mal mehr über diesen Rat. Tell me more about the council. They govern the city. With the help of Link. What's that? The computer they built as their advisor. Okay, und wie war's früher, bevor es Link gab? What was it like before Link? Ah, those were the days, son. We didn't have the problems we got now. So who built the computer? Search me. Flipping research scientist, probably. Ja, wie heißt es doch so schön? Computer sind da, um Probleme zu lösen, die es ohne Computer nicht gäbe. Genau. Ja, das ist eine gute Frage. Der Notausgang. Das habe ich ja schon selber gesagt gehabt. How come your fire exit leads nowhere? You've been up there. It's not safe. I could see that. You break your legs. Don't come running to me for sympathy. Okay, wo sind wir denn überhaupt? Where am I? You're in the Union City recycling plant. Und wie kommt man aus der Stadt raus? What's the best way out of the city? You'll have to get to ground level first. You're at the top of Erie Tower Block. Can't I use your elevator? No, you can't. It's not built for humans. And besides, it only goes down to the furnace. Und wie kommen auf die Bodenebene? So how do I get to ground level? Mm-hmm. There's an elevator out on the walkway. Of course, you can't reach it right now. Why not? 'Cause Reich's boys are guarding the exit from the plant. Und warum funktioniert der Lift nicht? How come your elevator's not working?
It's activated automatically by the transport robot. Okay. Hab ich ja schon gesagt gehabt. What's wrong with the transport? Dass wir den brauchen. It's broken down. Again. It's probably the Doppler charge thingamajig. But I haven't got time to mend it now. What goes on in here? It's me workshop. Like it? Ja. It's very impressive. A symbol of dehumanized society. The futile struggle against entropy. Symbol my bum. Only thing this symbolizes is 30 years of hard graft. What are you making? It's a special job. A drive shaft. Lamb needs it for the pipe factory. I'll get on with my inspection. You do that, son. So. Damit würde ich auch mal Schluss machen mit der ersten Folge. Wir müssen also entkommen. Die Frage ist, was müssen wir genau machen? Also, er will auf jeden Fall aus der Stadt raus, kann ich auch verstehen. Andererseits will er, glaube ich, auch eher Rache, oder? Weil Reich hat ja quasi seine Pflegefamilie und alle möglichen Leute, die er da draußen kennt, zerstört. Ich denke, er will auf jeden Fall Antworten haben. Das will ich auf jeden Fall haben. Warum, weshalb das so ist. Und wahrscheinlich will er auch Rache haben. Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. Aber erst einmal müssen wir in Sicherheit kommen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Hoffe, ihr habt Spaß dran gehabt und hoffentlich bleibt ihr auch weiterhin dabei. Würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr dabei bleibt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.